Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar ganz ehrlich gesagt, ich glaube, jedem von uns geht es mal so. Und zwar, man hat hart trainiert, man hat eine gute Muskulatur aufgebaut, aber dann passiert's. Entweder man hat Stress in der Arbeit, in der Schule oder man verletzt sich oder man ist von Haus aus vielleicht mal nicht so motiviert. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ja hey, wie schnell baut man Muskeln wieder ab und was kann man eigentlich am besten dagegen tun? Also würde ich sagen, starten wir jetzt direkt ohne länger zu labern los und bringen es direkt auf den Punkt. Und zwar, das Ganze sieht so aus. Nach bereits 10 Tagen ohne Training kann man bis zu 11% der ursprünglichen Muskelgröße verlieren. Das heißt, wenn wir einen Bizepsumfang von 40 cm haben, können wir rund 4 cm in nur 10 Tagen verlieren. Aber jetzt mal keine Panik, denn ich habe auch eine gute Nachricht für euch, Freunde. Nämlich leeren sich dabei nur mal die Glykogenspeicher. Also wir verlieren nicht direkt schon Muskelmasse. Glykogen ist einfach eine Form der Kohlenhydrate, die zu einem Drittel in der Leber, aber zu zwei Drittel eben in der Muskulatur gespeichert wird. Und Glykogen wird eben mit Hilfe von Wasser in den Zellen gespeichert. Das heißt, wir verlieren auch Wasser in der Muskulatur, wenn sich der Glykogenspeicher leert. 1 Gramm Glykogen bindet ungefähr 2 bis 3 Gramm Wasser, nur so nebenbei erwähnt. Und beides zusammen, also Glykogen und Wasser, kann das Muskelvolumen um bis zu 16% vergrößern. Also wir sehen durchaus schmaler aus, aber wir verlieren an sich keine Muskulatur, sondern eben nur Glykogen. Und das Coole an der ganzen Sache ist ja auch noch, dass die Glykogenspeicher vom Körper sehr schnell wieder gefüllt werden können. Dass man wirklich keine Muskelmasse verliert, das hat man anhand einer Studie sehr schön gezeigt. Und zwar hat man Menschen in 2 Gruppen aufgeteilt. Gruppe A hat man 24 Wochen lang durchtrainieren lassen. Und Gruppe B hat man nur 6 Wochen trainieren lassen und danach mussten sie eine Pause von 3 Wochen einlegen. Ja, und das Ganze eben nochmal, bis sie eben auch auf die 24 Wochen kamen. Und das wirklich Krasse ist jetzt, dass beide Gruppen genau gleich viel Muskulatur aufbauen konnten. Man konnte in 24 Wochen keinen signifikanten Unterschied erkennen. Zwar wäre es natürlich bereits so, wenn man lange trainiert, also über Jahre hinweg, würde man dann schon einen Unterschied erkennen, aber in 24 Wochen haben beide Gruppen gleich schnell gleich viel Muskulatur aufbauen können. Und das, obwohl die eine Gruppe in den 24 Wochen 6 Wochen Pause hatte. Und was ich jetzt noch so mega interessant in dieser Grafik finde, ist einfach, dass wir hier schön sehen, dass die Gruppe, die eine Pause eingelegt hat, Muskelgröße verloren hat, aber keine Muskelmasse, denn es haben sich nur die Glykogenspeicher geleert. Aber man kann durchaus sehen, dass die Muskelgröße wirklich verringert worden ist, aber auch sehr schnell wieder aufgefüllt worden ist. Also das Ganze ist nicht so schlimm, denn der Glykogenspeicher, wie bereits erwähnt, füllt sich auch wieder sehr schnell. Sobald man eben wieder mit dem Training anfängt. Also keine Panik, Freunde, wenn ihr jetzt mal nicht trainieren könnt oder auf Urlaub seid oder was auch immer, da könnt ihr womöglich zwar optisch erkennen, dass ihr etwas an Muskelgröße verloren habt, aber nicht wirklich an Muskulatur. Also ich hoffe, ich konnte jetzt dem einen oder anderen die Angst davon nehmen, dass man direkt Muskulatur verliert, sobald man eben nicht trainiert. Dem ist nicht so. Aber bereits nach 3 Wochen startet auch endgültig der Verlust der Muskulatur. Und jetzt kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt. Und zwar kann man bereits nach 2 Wochen ohne Training 20% des VO2-Maxwertes verlieren. Also was ist jetzt dieser VO2-Maxwert eigentlich? Denn davon, Freunde, hört man im Kraftsport leider viel zu selten. Der VO2-Maxwert, also die maximale Sauerstoffaufnahme, spiegelt ganz vereinfacht ausgedrückt die Ausdauerleistung wider. Und natürlich auch das Zusammenspiel des Herz-Kreislauf-Systems. Und man hat einfach belegt, dass Personen mit einem hohen VO2-Maxwert ein geringeres Risiko aufweisen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden bzw. daran zu versterben. Und genau diese Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, sind die häufigste Todesursache. Also hier sieht man mal wieder schön, wie gesund Sport für uns wirklich ist, Freunde. Also ihr seht, Freunde, auch Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Gesundheit ist meine Definition von Fitness. Daher musste ich das auch noch erwähnen. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Muskulatur. Und zwar, wie bereits erwähnt, nach 3 Wochen setzt bereits der Abbau der Muskulatur ein. Und jetzt kommen wir eben zu den 3 besten Tipps, was man eben dagegen tun kann, damit wir so wenig Muskulatur wie möglich verlieren. Das sind 3 ganz wichtige Punkte. Wir starten mit Punkt Nummer 1. Und zwar, wie sieht das jetzt mit den Kalorien aus? Studien belegen, dass mehr Essen, also ein Kalorienüberschuss, nicht von Vorteil ist. Denn wenn wir nicht trainieren und einen Kalorienüberschuss fahren, also mehr essen als unseren täglichen Kalorienbedarf, würden wir nur Fett aufbauen und keine Muskulatur. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es bei physiologischen Vorgängen bei der Fettablagerung zusätzlich zum Muskelabbau kommt. Also mehr essen wäre extrem schlecht. Man würde Fett aufbauen und Muskeln verlieren. Wie sieht das Ganze jetzt im Kaloriendefizit aus? Na ja, ganz klar, der Körper baut natürlich dann eben Muskeln ab, weil er sich davon eben die Energie holt, die er braucht. Er hat dann direkt 2 Vorteile. Nicht nur, weil er sich dort erstens die Energie holen kann von den Muskeln und so eben Muskeln abbaut, sondern zweitens muss er danach das bereits abgebaute Muskelgewebe nicht weiterhin mit Energie versorgen. Denn wir wissen,
wissen, Muskeln brauchen sehr viel Energie. Also auf keinen Fall ein Kaloriendefizit fahren. Also wir müssen, damit wir so wenig Muskeln wie möglich verlieren, einfach unseren täglichen Kalorienbedarf zu uns nehmen. Das heißt, dass wir weder zu noch abnehmen. Ich verlinke euch einen kostenlosen Kalorienrechner einfach unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euren täglichen Kalorienbedarf genau ausrechnen. Es stellt sich womöglich der ein oder andere die Frage, ja, muss ich jetzt wirklich jeden Tag meine Kalorien zählen? Also nein, wenn du das nicht willst und wenn du sagst, es ist mir zu viel Aufwand, ist das auch nicht nötig. Da habe ich jetzt einen Tipp für euch. Das geht generell für alle, auch die abnehmen bzw. zunehmen wollen. Und zwar stellt euch einfach montagmorgens direkt nach dem Aufstehen wöchentlich auf die Waage und schaut einfach, ob ihr zu, abnehmt oder eben gleich bleibt. Ziel ist es natürlich, wenn ihr jetzt nicht trainiert, dass ihr einfach genau gleich schwer bleibt. Denn dann habt ihr genau euren täglichen Kalorienbedarf erreicht. Und direkt weiter geht's mit dem zweiten wichtigen Punkt. Und zwar, wie bereits erwähnt, wenn wir länger als 3 Wochen nicht trainieren, kommt es eben zum Verlust der Muskulatur, also zum Abbau der Muskulatur. Und Muskeln bestehen eben aus Protein, also Eiweiß. Und genau das wird dann eben natürlich auch abgebaut. Also um dem entgegenzuwirken, ist es sehr empfehlenswert, den Proteinbedarf zu erhöhen. Versucht täglich, vor allem wenn ihr nicht trainiert, 2 bis 2,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu euch zu nehmen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 70 Kilogramm schwer seid, sind das ungefähr 140 bis 170 Gramm Eiweiß täglich. Und versucht immer vorrangig, den Proteinbedarf mit normaler Ernährung zu decken. Wenn ihr das aber nicht täglich, so wie ich, mit der normalen Ernährung schafft, dann bietet sich ein Proteinpulver an. Und ein guter Tipp, Kreatin wirkt der katabolen Phase, also dem Muskelabbau, auch sehr gut entgegen. Und da empfehle ich euch natürlich, holt euch Europas günstigste Supplements, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das sind auch meine Supplements, das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Und mit dem Code 10 bekommt ihr Europas günstigste Supplements nochmal um weitere 10% günstiger, bekommt Gratisprodukte. Welche Gratisprodukte das sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und als Dankeschön für die beste Community sorge ich natürlich dafür, dass ihr mit dem Code 10 immer am meisten Vorteile habt und dass das auch immer so bleiben wird, Freunde. Das heißt, am meisten Gratisprodukte, Gewinnspiele und so weiter. Apropos Gewinnspiel, auch heute verlose ich wieder einen 100€ Gutschein an jemanden von euch, der mit dem Code 10 bei Prosis bestellt hat. Und der Gewinner der 100€ ist Florian Weigel. Also herzlichen Glückwunsch, schreibt mir einfach auf Instagram, der 100€ Gutschein geht direkt raus zu dir. Also Freunde, merkt euch, geben ist schöner als nehmen. Wir kommen zum dritten wichtigen Punkt und zwar sieht das Ganze so aus. In einer Studie hat man Menschen nicht mehr so viel trainieren lassen, man hat das Training reduziert, eben auf 3 Einheiten pro Woche zu jeweils nur 13 Minuten und das Ganze über 8 Wochen hinweg. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie haben keine Muskulatur verloren und konnten sogar noch zusätzlich etwas Muskulatur aufbauen. Also versucht einfach auch, wenn es mal nur 10 Minuten Workouts zum Beispiel sind, einmal oder zweimal pro Woche mindestens zu trainieren. Dann verliert ihr auch so gut wie keine Muskulatur und könnt sogar Muskeln aufbauen. Jegliche Art von sportlicher Aktivität, also ganz egal was es ist, hilft dem Körper, dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Das muss nicht immer Krafttraining sein. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für euch, Freunde. Und zwar, wenn jetzt wirklich alles zu spät ist und ihr die gesamte Muskulatur zum Beispiel verloren habt, dann besteht immer noch Hoffnung. Und zwar, man hat in einer norwegischen Studie Menschen nicht mehr trainieren lassen. Und man konnte beobachten, dass sie zwar an Muskelmasse natürlich verloren haben, aber die Anzahl der Muskelzellkerne, also eben hier grün gefärbt, blieben genau gleich. Und je mehr Zellkerne auf Trainingsreize reagieren können, desto schneller passiert natürlich auch der Muskelaufbau. Genau das, Freunde, ist eben der altbekannte Muscle Memory Effekt, der euch eben dabei hilft, wieder sehr schnell in Topform zu kommen. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und jetzt würde mich noch interessieren, was war die längste Pause, die ihr einlegen musstet, Freunde, und warum? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentarbox. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir immer alle Kommentare durch und folgt mir auch gerne auf Instagram. Auch da gibt es immer wieder Trainings-, Ernährungstipps und auch genügend Motivation. In diesem Sinne, Freunde, macht es gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.